Eine alte Frau wird in Berlin von Beamten bei einer Demonstration zu Boden gezerrt. Man zieht sie am Arm über den Boden, dann wird sie brutal abgeführt und wenig später ist sie tot. Dass sie wenig später tot ist, das hätten wir nicht erfahren ohne Dr. Yngve Bjørn Stjerna. Herr Dr. Stjerna ist Rechtsanwalt in Düsseldorf und er befasst sich in seiner Freizeit, nehme ich mal an, mit Fällen von Polizeigewalt, die er aufklärt. Ich würde sagen, Sie erzählen jetzt erstmal ganz kurz, was da in Berlin passiert ist, und dann würde ich auch noch das Video kurz einblenden. Was war denn los mit dieser alten Frau? Wie haben Sie herausbekommen, dass diese alte Frau nach dem Polizeieinsatz gestorben ist? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, Herr Reitschuster. Ich freue mich sehr, dass ich mit Ihnen über das Thema sprechen darf. Der ursprüngliche Anlass, wie ich von diesem Vorfall kenne, war Ihre Berichterstattung, offen gesagt, auf Website. Da wurde ja über die Vorgänge oder über diese Demonstration damals im April in Berlin berichtet. Und Sie hatten ja da eine Videoaufnahme von einem YouTuber, der den Vorgang gefilmt hat, dort auch eingestellt. Darauf war zu sehen, ja, eine alte Frau, die auf dem Boden liegt, zwischen mehreren Polizisten in Schutzausrüstung mit Helmen, mit geschlossenen Helmvisieren. Und ein Polizist schickte sich dann an, die Frau am ausgestreckten Arm über den Boden zu ziehen. Er zog sie dann mehrere Meter über den Boden und legte sie dort ab. Und danach richteten die Polizisten die Frau auf und haben sie abtransportiert, offenbar zur Identitätsfeststellung. Der YouTuber, der das filmte, begleitete das, den Abtransport der Frau. Und es war deutlich zu erkennen, dass die Geschwindigkeit, die Frau wurde von zwei Polizisten abgeführt, rechts und links am Arm fixiert. Und die Geschwindigkeit, die Polizisten anschlugen, war deutlich zu hoch für sie. Ja, also sie gab Schmerzenslaute von sich und sie sagte, ich kann so nicht. Und ne, ja, dann war die Aufzeichnung zu Ende. Ich habe das gesehen und habe das als unverhältnismäßigen Polizeieinsatz betrachtet. Das heißt, in dem Moment stellt sich die Frage nach einer Körperverletzung im Amt. Ja. Und habe das dann umgehend bei der Staatsanwaltschaft in Berlin zur Anzeige gebracht. Dann geschah ja fast 14 Monate nichts. Dann erhielt ich jetzt Anfang August den Einstellungsbescheid der Staatsanwaltschaft Berlin, wo dann plötzlich die Rede war, nicht mehr von einer Körperverletzung, die ich angezeigt hatte, sondern plötzlich von einer fahrlässigen Tötung. Ja, also die Unterlagen habe ich ja öffentlich gemacht. Da geht es plötzlich dann darum, dass die Staatsanwaltschaft eine fahrlässige Tötung an der Dame geprüft hat. Und ich war zuerst etwas irritiert, weil ich wusste ja nichts davon, dass, ne, ich bin davon ausgegangen, natürlich, sie lebt noch. Ja. Zumindest konnte man jetzt aus den Videoaufnahmen, die waren hart genug anzuschauen, aber man konnte nicht erkennen, dass der Frau da über die Schmerzen, die halt dort verursacht wurden, was zugestoßen ist. Und dann, ich dachte erst, es wäre eine Verwechslung möglicherweise. Und aus dem weiteren Inhalt des Einstellungsbescheids geht aber hervor, dass das die besagte Dame ist. Ja? Und dementsprechend kann man davon ausgehen, nach der Mitteilung, oder muss man davon ausgehen, nach der Mitteilung der Staatsanwaltschaft Berlin, dass sie zu Tode gekommen ist. Denn es wird in dem Einstellungsbescheid im Detail, ja, beziehungsweise nicht so wirklich im Detail, es wird angesprochen, dass eine Obduktion durchgeführt worden sei. Und dass in der Obduktion nicht habe mit der erforderlichen Sicherheit festgestellt werden können, dass polizeiliches Handeln für den Tod der Frau verantwortlich ist. Und beiläufig erwähnt wird auch noch, sie habe eine Gehirnblutung davongetragen. Auch da wird wiederum gesagt, polizeiliches Verhalten, ob das damit in Verbindung steht, ist nicht mit der erforderlichen Sicherheit festzustellen.
Ich bin jetzt juristischer Laie, aber verstehe ich das falsch, dass wenn man eine Obduktion macht, wenn man sich das näher anschaut, dass dann zumindest einmal ein gewisser Anfangsverdacht da war? Weil ansonsten, wenn man gesagt hätte, das war jetzt 5 Wochen später und die ist vom Laster überrollt worden, Gott bewahre, dann hätte man das ja nicht gemacht. Also dieser Einstellungsbescheid, die Informationen, die Sie daraus haben, die legen nahe, dass man zumindest nicht ausschließen konnte anfangs, dass es diesen Zusammenhang gibt und es auch jetzt nicht ausschließen kann, immer noch, aber eben sagt, man kann es nicht beweisen, also in dubio pro reo, und weil man es nicht beweisen kann, drum ermittelt man nicht weiter. Aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass es absurd wäre, hier die Möglichkeit eines Zusammenhangs zu sehen. Also aus meiner Sicht, wenn es keinen denkbaren Zusammenhang gäbe, beziehungsweise wenn von vornherein ein Zusammenhang ausgeschlossen wäre, würde das die Staatsanwaltschaft Berlin in dem Einstellungsbescheid nicht erwähnt haben. Ja, denn dann besteht keine Notwendigkeit auch für eine Obduktion. Ja, wenn das jenseits des angezeigten Vorgehens stünde, würde ich jetzt nicht verstehen, wieso man das in dem Einstellungsbescheid erwähnen sollte. Sie sind mit dem Einstellungsbescheid nicht zufrieden, ja? Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, haben Sie. Warum? Ja, weil also aus meiner Sicht als Rechtsanwalt ist das ein unbefriedigender Vorgang. Hier ist unter zweifelhaften oder sehr zweifelhaften Umständen ein Mensch, ein älterer Mensch, offensichtlich zu Tode gekommen. Ja, und die Begründung, die dafür in dem Einstellungsbescheid gegeben wird, dass man die Ermittlungen einstellt, die überzeugen mich jetzt nicht unbedingt. Ja, ich halte das, was dort gesagt wird, für sehr lückenhaft und unbefriedigend, offen gesagt. Ja, von daher, es geht ja bei solchen Bescheiden auch immer darum, quasi das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in den Rechtsstaat ein bisschen zu nähren. Ja, ich kann nur sagen, dieser Einstellungsbescheid ruft bei mir mehr Fragen hervor, als er beantwortet. Ja, von daher, nein, bin ich mit dem Einstellungsbescheid in der Tat keineswegs zufrieden. Wir sind nun beide keine Mediziner, aber ich denke mal an, Sie haben sich kundig gemacht und das, was da steht, also mit dieser Gehirnblutung, das ist etwas, was möglicherweise auch mit externer Gewalt zu tun haben kann, ja? Ja. Also so würde ich es jetzt verstehen. Wie Sie sagen, ich bin auch kein Mediziner. Ich las in dem Einstellungsbescheid den Fachterminus subdurale Blutung. Und das ist eine Blutung offenbar zwischen der harten Hirnhaut und der Schädeldecke, wenn ich es richtig verstehe. Und soweit ich es gesehen habe, wird sie offenbar hervorgerufen oder kann hervorgerufen werden durch stumpfe Gewalt. Ja, also man kann sich ja vorstellen, vielleicht stürzt jemand unglücklich und fällt auf den Kopf, dann kann das schon so eine Blutung offenbar hervorrufen. Es sind natürlich auch noch andere Maßnahmen denkbar. Und wir haben ja selber stumpfe Gewalt, haben wir selber gesehen. Wir sehen ja auf dem Video, wie sie hier von der Polizei sozusagen zu Boden gebracht wird oder wie man das versucht. Ja, beziehungsweise die Vorgeschichte sieht man ja nicht. Wenn ich es richtig erinnere, liegt sie bei Beginn des Videos schon auf dem Boden. Ja, wie sie umgefallen ist, ist dem Video zumindest nicht zu entnehmen, aber der Erläuterung im Einstellungsbescheid zu dem Fall der Körperverletzung. Da wurde ja erst die fahrlässige Tötung abgehandelt und im zweiten Teil dann eine etwaige Körperverletzung. Ja, und da gibt's Ausführungen dazu. Ja, also sie habe da in einem Durchgang offenbar gestanden, wo sie nicht stehen sollte, und irgendwie ging sie dann zu Boden. Und dann setzte nach meinem Verständnis die Aufzeichnung ein und zeigt, wie man sie dann da aus dem Weg räumt, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Wollen Sie jetzt gegen den Einstellungsbescheid vorgehen, juristisch? Ja, Sie haben da keine großen Möglichkeiten, ja, als Anzeigenerstatter. Also es gibt natürlich Möglichkeiten einer Beschwerde immer, dass wird auch erfolgen, beziehungsweise ist zum Teil schon erfolgt.
Und dann wird sich zeigen, wozu das führt. Ja, aber die Situation von einem einfachen Anzeigenerstatter ist da nicht sonderlich stark. Ja, also muss man auch sagen, man kann verschiedene Dinge natürlich versuchen. Ja, ob man dann der Wahrheit damit näher kommt, das muss man sehen. Aber ich werde, also wie ich gesagt habe, was in meiner Macht steht, was ich tun kann, das werde ich versuchen. Das gilt auch weiterhin. Der frühere Sonderberichterstatter der UNO für Folter hat beklagt, dass es in Berlin eine Kultur des Wegsehens gegenüber Polizeigewalt gibt. Deckt sich das mit Ihren Beobachtungen? Also ob das generell so ist, damit habe ich mit der Berliner Polizei zu wenig zu tun. Na, Sie wissen ja, es gibt einen weiteren Fall aus Rheinland-Pfalz. Ja, da könnte man das ja genauso, könnte man zu dem gleichen Schluss kommen. Ne? Denn auch da ist das Vorgehen ja aus meiner Sicht jedenfalls unverhältnismäßig und auch da ist die Reaktion der Staatsanwaltschaft eher unbefriedigend. Ob das jetzt im Kern nur ein Problem der Berliner Polizei ist oder ob es dort besonders ausgeprägt ist, vermag ich nicht zu sagen. Ja, auf der anderen Seite finden natürlich viele Veranstaltungen gerade in Berlin statt. Deswegen steht die Berliner Polizei da auch stärker im Fokus. Ne, und dementsprechend gibt es auch mehr Hinweise und Beobachtungen dann, die vielleicht den Schluss nahelegen würden. Aber ob das nur ein Problem der Berliner Polizei ist, kann ich nicht sagen. Kann ich mir eigentlich nach den anderen Erfahrungen bisher auch nicht vorstellen. Vielleicht schildern Sie kurz den Fall in Rheinland-Pfalz. Ja, der zweite Fall, auch den hatten Sie ja zum Anlass eine Berichterstattung genommen. Auch in dem Fall hatte ich dort die Videoaufzeichnung gesehen. Da ist zu erkennen auf einem, also beschrieben wurde, glaube ich, ein Spaziergang im Dezember 2021 in Landau in der Pfalz von, wenn ich es richtig erinnere, 200 bis 400 Teilnehmern, die Aussagen darüber schwanken. Und das Video setzt ein, offenbar schon gegen Ende der Veranstaltung, beziehungsweise sie war schon beendet, als auf dem Marktplatz in Landau Polizeikräfte Identitätsfeststellungen durchführen wollten. So kann ich es dem einen Einstellungsbescheid entnehmen, im Hinblick auf potenzielle Verletzungen der damals gültigen Corona-Schutzverordnung in Rheinland-Pfalz. Die fabrizieren eine Scheißbrühe. Geht mal aus dem Bild, das ist Ihr Reitschuss-Team. Weg. Danke. Dankeschön. Super. Klasse. Ihr seid echt toll. Lass den Mann deinen Ruf. Jungs, geht mal aus dem Bild. Leute. Was hat der Eichmann gemacht? Nichts hat er gemacht! Ach so, bitte auch nicht hier aus. Sie soll im Abstand halten, das ist los. Und in dem Zusammenhang sieht man einen älteren Mann. Also später wurde mitgeteilt, er sei 71 Jahre alt, umringt von mehreren Polizisten, wiederum in Schutzausrüstung.
die anscheinend versuchen, seinen Personalausweis zu bekommen. Und er verweigert das und diskutiert auch, ja, jetzt nicht, also ich nehme ihn nicht als aggressiv in irgendeiner Form wahr, er echauffiert sich ein bisschen und ne, in der Runde dieser, ich weiß nicht, 4 bis 5 Polizisten in Schutzmontur. Und an einer Stelle hört man ihn sagen in pfälzischem Dialekt, ja, ob das denn hier eine Bananenrepublik sei oder ob das Deutschland sei. Und kurz darauf wird er von hinten von einem dieser Polizisten am Hals gepackt und richtig mit, also Kraft, so entnehme ich das der Aufzeichnung, auf den steinernen Boden geschleudert. Ja. Danach gehen gleich 2 weitere Polizisten auf ihn drauf und fixieren ihn. Man sieht dann noch, wie er abgeführt wird. Dann ist die Aufzeichnung wieder zu Ende. Habe auch diesen Fall zur Anzeige gebracht, weil ich auch das Vorgehen gegen den Herrn als unverhältnismäßig ansehe. Und auch da gab es wiederum von der Staatsanwaltschaft in Landau diesmal, jetzt Anfang September meine ich, den Einstellungsbescheid, ja, wo es dann heißt, ja, das sei aus Sicht der Staatsanwaltschaft sei das alles rechtmäßig und das polizeiliche Vorgehen auch in dieser Form gerechtfertigt. Sind das die beiden einzigen Fälle, in denen Sie Anzeige erstattet haben, oder gibt es noch mehr? Es gibt noch mehr. Und wie sind da die Reaktionen? Die sind noch offen bis jetzt. Und das heißt, generell haben Sie eben die Tendenz ausgemacht, wir haben gesprochen, gibt es generell eine Tendenz des Wegsehens, aber generell haben Sie die Tendenz ausgemacht, dass man teilweise einfach brutal vorgeht mit einer Brutalität, die Sie nicht für angemessen halten. Ja, das ist so. Also Sie können nicht, also ich frage mich ja immer, was geht in diesen Menschen vor? Ja, jetzt aus meiner Sicht, nach meiner Ausbildung, nach meiner Erziehung, behandle ich so keinen älteren Menschen. Ja, ich kann nicht einen, die ältere Dame ist ja sicherlich aus meiner Einschätzung 75 Jahre alt, ja, wenn nicht älter. Ich kann nicht einen Menschen in dem Alter am ausgestreckten Arm über den Boden reißen. Ja. Es sei denn, ich nehme erhebliche Verletzungen bei diesen Menschen in Kauf. Ich kann es auch nicht machen, einen solchen Menschen, der offensichtlich körperliche, gesundheitliche Probleme hat, ja, in einer Geschwindigkeit abzuführen, die dem nicht Rechnung trägt. Ja, das ist ja immer, was ich sage. Wenn ich meine, es ist erforderlich, die Identität festzustellen, ja, aus welchen Gründen auch immer und ob es berechtigt ist oder nicht, ja, dann kann man das ja tun. Aber jedes polizeiliche Verhalten muss dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit genügen. Das heißt, ich muss gucken, mit wem habe ich es hier zu tun, wie ist dessen oder deren Gesundheitszustand und muss dementsprechend agieren. Ja? Und es ändert ja am Ende des Tages an der Situation nichts. Ja, ich kann ja einfach langsamer mit der Dame laufen, da komme ich halt 30 Sekunden später am Polizeistützpunkt dort an. Ja? Genauso bei dem Herrn in Landau. Ja, wenn ich meine, dass es Gründe gibt, die Identität festzustellen, ja, und wenn ich auch meine, ich müsste ihn dafür fixieren, dann kann ich das ja tun als Polizei, aber wiederum muss das mit Blick auf den Gesundheitszustand und das Alter dieser Person geschehen. Ja, ich kann nicht einen 71-Jährigen mit voller Kraft da auf den Marktplatz knallen. Das kann ich nicht machen. Da drohen dem Mann schwerste Verletzungen. Ja, also man sieht ja diese Aufzeichnung, wie der mit dem Rücken voran da in den Boden gerammt wird, ja, um es mal drastisch zu formulieren. Ja, da sehe ich den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nicht mehr gewahrt. Es ist vollkommen exzessiv und es ist nicht erforderlich, um das Ziel der polizeilichen Maßnahme zu erreichen. Warum geht die Polizei so vor in Ihren Augen? Beziehungsweise, ich gehe noch einen Schritt weiter, wenn man sagen würde, es gibt überall, in jedem Beruf gibt es Fehler, die man mal macht und dann könnte ja im Nachhinein, können sich die Polizei entschuldigen oder man könnte auch ermitteln, könnte man sagen, ja, wir gehen jetzt dagegen vor, aber es ist ja schon der Eindruck, dass das dann von der Polizeiführung und auch von der Staatsanwaltschaft gedeckt wird. Und der einzige Grund, den ich mir dafür einfallen lassen kann, ist, dass man einfach eine abschreckende Wirkung haben will, beziehungsweise sagt, okay, das nehmen wir einfach in Kauf. Ja, offen gesagt, ich bin da auch überfragt. Ja, das liegt so ein bisschen jenseits
meines Verständnisses und jenseits dessen, was ich noch nachvollziehen kann. Ja, ich vermag dazu nichts zu sagen, offen gesagt. Ja, es wird mit Sicherheit nach meiner Einschätzung von der Polizeiführung gedeckt, sonst wird es so nicht passieren. Aber was man damit bewirkt, dass man gegen körperlich ersichtlich deutlich Unterlegene in dieser Form einsteigt, das erschließt sich mir nicht. Mir fallen zumindest keine rechtsstaatlichen Gründe ein, die das rechtfertigen würden. Ich hatte ja einige Insiderberichte auf der Seite, Gespräche mit Polizisten, auch Texte von Polizisten, und die sagen, dass ihre Kollegen regelrecht aufgehetzt werden gegen die sogenannten Corona-Leugner, wie man die bezeichnet, dass da dann teilweise auch angebliche Nichtregierungsorganisationen, die aber von der Regierung finanziert werden, mit Referenten kommen und denen sagen, was das für böse Menschen sind. Und wenn man das zusammendenkt, dann wirken diese Insiderberichte von den Polizisten wirken doch relativ authentisch, weil man scheint so eine gewisse Aggression von den Polizisten gegenüber diesen Menschen zu spüren, also so eine Grundaggression. Ja, das würde ich genauso sehen. Was man damit erreichen möchte, ist mir allerdings auch nicht verständlich. Ich weiß nicht, unabhängig davon, Sie müssen ja immer noch sehen, Sie gehen in diesen Fällen, über die wir sprechen, Sie gehen gegen ältere Leute vor. Ja, also die Gefahr, die jetzt von einem 71-Jährigen, ja, oder von einer noch älteren Frau ausgeht, für Polizisten, die in der Mehrzahl sind, allesamt in Schutzausrüstung, ja, in Berlin sogar mit Helmen, mit geschlossenen Helmvisieren, vermag ich nicht zu erkennen. Ja, also das ist, ich würde mal sagen, der Umgang mit Leuten dieser körperlichen Konstitution in fortgeschrittenem Alter, das müsste standardmäßiges Polizeiverhalten sein, ja, dass man die dementsprechend mit Blick auf ihr Alter angemessen behandelt. Wieso man es nicht tut, gut, also man kann vielleicht spekulieren, wenn man sich die beiden Einstellungsbescheide aus Berlin oder aus Landau näher anguckt, was der Hintergrund sein könnte. Da wird jeweils einleitend erwähnt, es handle sich ja um, oder es hätte sich um Querdenker-Veranstaltungen gehandelt, auf denen die Vorfälle sich ereignet haben. Was natürlich gleichzeitig bedeutet, die Leute werden in das sogenannte Querdenker-Milieu sortiert. Ja, und vielleicht meint man verfehlt, man könnte dann mit Querdenkern anders umgehen als mit anderen Demonstranten. Ja, was natürlich nach Recht und Gesetz nicht zulässig ist. Ich werde nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen, dass jeder Mensch vor dem Gesetz gleich ist und dementsprechend auch durch die Polizei gleich zu behandeln ist, nämlich verhältnismäßig, unabhängig, ob es jetzt ein Querdenker ist, ein Linker oder wie auch immer man diese Leute bezeichnen möchte. Alle genießen oder müssen einheitlich entsprechend dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit von der Polizei behandelt werden. Wir wissen jetzt nicht, was die Motive sind. Wir können allenfalls mutmaßen oder Schlüsse ziehen. Wir wissen aber doch sehr genau, was eine Folge ist. Und ich denke, man kann schon sagen, dass solche Bilder natürlich andere Menschen abschrecken oder bei denen Zweifel wecken werden, ob sie auf so eine Demo gehen sollen. Weil wenn sie das sehen, solche brutale Gewalt, dann löst das ja gewisse Reaktionen aus bei potenziellen Demonstranten. Ja. Kann sicherlich so sein. Also Sie würden dann vermuten, dass man das tut, um bei älteren Menschen die Teilnahme an solchen Veranstaltungen zu verhindern? So weit würde ich nicht mal gehen. Ich würde einfach sagen, dass man es generell tut, dass die, wie die Insider berichten, den Auftrag haben, hart zuzugreifen und dass die Beamten dann vor Ort einfach mit dem Alter nicht mehr differenzieren. Also wenn die den Auftrag haben, hart durchzugehen, also ich glaube nicht, dass man von oben sagt, geht gezielt gegen Ältere hart vor. Mhm. Aber wenn man sozusagen diesen Fassbefehl gibt, also greift da hart durch, dass dann einfach einzelne Beamte in dieser Stresssituation dann nicht mehr differenzieren und eben auch gegen Ältere hart vorgehen. Aber
Das glaube ich schon. Schauen Sie sich doch an, wie diese Demonstrationen gegen die Umweltaktivisten, die sich auf die Straße kleben, wo ja Schaden entsteht. Also da können Leute nicht zur Arbeit, da sind schon Krankenwagen festgestanden und alles. Und wenn Sie dann das vergleichen, dann muss man ja sagen, die werden ja im Verhältnis mit Samthandschuhen angefasst. Obwohl da doch eine sozusagen ein höheres Gebot der Schadensabwehr da wäre in meinen Augen. Als wenn jetzt diese Oma, ich war ja dabei bei dieser Demo, war nur bei dieser Szene nicht dabei, die standen da im Tiergarten, im Park. Also da sehe ich keinen Moment der akuten Gefahrenabwehr, der da war. Den ich sehe, wenn eine Straße blockiert ist, wo zum Beispiel ein Krankenwagen nicht durchkommt. Ja, ja. Ja, das... Also man erkennt zumindest ein gewisses Ungleichgewicht im Vorgehen der Polizei auf verschiedenen Demonstrationen. Na, das würde ich genauso sehen. Und es machte ja jetzt, ich glaube, vor einer Woche machte ein Video die Runde, auch von Polizisten der Polizei Berlin. In dem, ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, in dem einer der Polizisten äußert, naja, es gebe gute und schlechte Demonstrationen. Also er wurde von einem Passanten da konfrontiert. Ne, das ist eine ganze Gruppe Polizisten, die da einen Demonstranten abführen. Und wurde dann von dem Passanten angesprochen, ja, ne, so nach dem Motto, ob sie denn noch in den Spiegel sehen könnten. Und daraufhin kommen aus dieser Polizeigruppe unterschiedliche Kommentare. Einer davon war, ja, es gäbe ja schließlich gute und schlechte Demonstrationen. Und das Ganze endet mit der Feststellung von Seiten eines Polizisten, Menschlichkeit war gestern. Macht euch der Job eigentlich noch Spaß? Man kann sich halt immer rausreden, ne? Es sind immer die Vorgesetzten gegen die über man den Mund nicht aufbekommt. Was ist los mit dir? Wie? Was los mit uns ist, jetzt ist immer dieser Doppelstandard. Wenn wir hier in Christopher Street Day hier gemacht hätten, wäre hier nichts gewesen. Wusstet ihr, dass es 2017 einen Sturm auf den Reichstag gab, der exakt genauso aussah wie der friedliche, von dem heute ja so ein Riesending draus gemacht wurde? Und der war von Linken. Davor gab es das von Klimaaktivisten. Wird euch sicherlich in eurer Vorbereitung nicht erzählt. Und man kann sich nicht immer da rausreden, wir sind hier nur ein Instrument von unseren Vorgesetzten. Menschlichkeit war gestern. Und das finde ich schon eine kapitale Aussage. Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Beides sind kapitale Aussagen, weil die Polizei ist ja auch zur Neutralität verpflichtet. Also es darf für die Polizei keine guten und schlechten Demonstrationen geben. Genau. Und die Aussage, Menschlichkeit war gestern, von der deutschen Polizei ist natürlich, ja, da bleibt man ein bisschen sprachlos zurück, offen gesagt. Ja, wir bleiben sprachlos zurück. Ich bedanke mich für dieses Gespräch. Oder habe ich irgendetwas Wichtiges vergessen zu fragen, was Ihnen noch besonders am Herzen liegt, Herr Dr. Stirner? Nein, ich glaube, das war schon relativ vollständig für den Moment. Vielen Dank. Ja, ich hätte gerne bessere Nachrichten. Wie gesagt, Dr. Yngve Björn Stirner sitzt in Düsseldorf mit seiner Kanzlei und er befasst sich sozusagen ehrenamtlich oder in seiner Freizeit mit diesen Fällen von Polizeigewalt. In meinen Augen eine wichtige und sehr sinnvolle Aufgabe. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch, Herr Dr. Stirner. Vielen Dank für die Einladung, Herr Reitschuster. Alles Gute. Ja, und ich danke Ihnen, liebe Zuschauer, dass Sie wieder dabei waren. Schauen Sie rein, abonnieren Sie, lassen Sie ein Like da, machen Sie einen Kommentar, um die Algorithmen hier auf Schwung zu bringen. Und wenn Sie es sich leisten können, unterstützen Sie, weil wir kriegen keine GEZ-Gebühren. Und entschuldigen Sie die teilweise, wie ich schon gesehen habe, nicht ganz ideale Bildübertragungsqualität, aber der Ton ist ja entscheidend und der war gut. Und ansonsten, wir sind eben digitales Entwicklungsland in Deutschland. Was soll man machen? Da sind wir einfach noch nicht so weit. Aber dafür haben wir eine Polizei, die kräftiger zupackt als in anderen demokratischen Staaten. Nochmal vielen Dank, alles Gute, schönen Tag noch.